Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Yo, was geht ab? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Und heute geht es um das Thema Weihnachten bei Türken. Aber bevor wir erstmal mit dem Thema Türken und Weihnachten loslegen, erstmal ein paar Fakten. Ihr wisst doch alle bestimmt, warum Weihnachten gefeiert wird, oder? Dann gebe ich euch jetzt mal 20 Sekunden Zeit, um in euch zu gehen und zu überlegen, warum ihr Weihnachten eigentlich feiert. In der Zeit werden ein paar so Werbesendungen eingeblendet. Wir sehen uns gleich nach der Werbung. Jeneko. Übrigens, das ist gar keine Coca-Cola. Das ist Coke Zero. Echter Geschmack, null Zucker. Siehst du, wenn du willst, kannst du alles haben. Wenn du willst, bin ich gar nicht deine Freundin, sondern Adolf Hitler. Und wir sind gar nicht im Wohnzimmer, sondern im Stadion. Und wir feiern den Sieg, aber nicht hier, sondern hier. Und wenn du nach Hause kommst, bin ich nicht mehr Adolf Hitler. So, da sind wir wieder. Habt ihr euch jetzt mal Gedanken gemacht, warum ihr Weihnachten feiert? Also abgesehen davon, welche Religion, welche Nationalität ihr seid, warum feiert ihr Weihnachten? Ihr könnt es hier gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt hier untereinander schreiben, einer schreibt dem anderen in die Kommentare oder sonst was. Aber Fakt ist, Weihnachten ist eigentlich nichts Christliches. Beziehungsweise das ist so im Nachhinein dazugekommen. Da wurden Sachen aus verschiedenen Kulturen und Religionen und Kreisen dazugenommen und daraus entstand dann sozusagen das Superfest, Weihnachten. Und Weihnachten wird gefeiert am 25. beziehungsweise am 24. oder am 26. Dezember. Und der 25. wird als Weihnachten genommen, weil am 25. Dezember im Jahr 0 kam der Sohn Gottes, Jesus, auf die Erde hinab und die ersten, die ihn sahen, waren Hirten, die mit ihren Schafen unterwegs waren. Am 25. Dezember. Alles klar. Welcher Hirte geht am 25. Dezember mit seinen Schafen raus? Ich meine damals auch in Jerusalem. Am 25. Dezember war es kalt, wir gehen da raus. Weil der 25. Dezember, zu dem kommen wir später, aber wenn wir mal so bedenken, dass er halt herabgekommen ist zu den Hirten, wie ist das am 25. Dezember. In der Bibel steht, also ich will jetzt keine Religionsdiskussion auslösen oder sonst was, in der Bibel steht, dass er vom Himmel herabkam und dass es der Tag seiner Geburt war. Und deshalb der 25 genommen wurde. Ich weiß, ich laber jetzt bestimmt hier hin und her, dies, das, und wiederhole mich, aber er kam vermutlich Mitte Sommer, Anfang Sommer oder Ende Sommer, irgendwas in den warmen Jahreszeiten, kam er hinab auf die Erde. Und wenn ihr mal überlegt, damals wurde Geburtstag nicht so gefeiert wie heute. Und ich glaube kaum, dass der Sohn Gottes sich gefreut hätte mit 0 Jahren, dass man seinen Geburtstag feiert, obwohl es das vorher nie gegeben hat. Vermutlich wurde Jesus Christus 4 oder 5 Jahre vor dem Jahr 0 geboren, also 4 Jahre vor Christus. Ich weiß nicht, wer auf sowas kommt. Na, auf jeden Fall, der 25. Dezember wird genommen, weil die ersten Christen, das waren eine Minderheit, die haben gesagt, okay, wir wollen ein bisschen wachsen, wir laden andere Kulturen ein und christianisieren sie sozusagen. Und dann haben sie gesagt, okay, ihr dürft gerne zu uns kommen, euch christianisieren lassen, aber ihr dürft eure Feiertage mitbringen. Dann kam von den Persern, kam der 25. Dezember, wo die den ersten Sonnengott angebetet haben aus Babylon. Das war sozusagen der Feiertag von denen, die mit da reingebracht haben. Bei den Germanen war es genauso, Odin oder auch genannt Wodan, der Gott von den Germanen. Die beteten Bäume an und haben gesagt, oh Baum, ich liebe dich. Deshalb kam auch der Tannenbaum hier in die christliche Religion. Und dass der Baum geschmückt wurde, der wurde auch jetzt nicht so geschmückt, wie er heute geschmückt wurde. Das waren einfach nur Tannenzweige, ganz einfache. Die wurden geschmückt mit Beeren. Einfach so, um Fruchtbarkeit zu zeigen. So, das war jetzt der 25. Dezember, beziehungsweise generell die 3 Weihnachtstage da. Das ist, wie gesagt, alles so ein Remix, alles zusammengesetzt aus verschiedenen Kulturen, damit halt das Christentum groß wird. Und das wurde es auch heute, was man so sehen kann. Und auch die Mexikaner hatten einen Sonnengott. Aber der erste Sonnengott, der war am 25. Dezember geboren, deshalb hat man den Tag für die Geburt der Sonnengötter genommen. So, und jetzt kommen wir mal zum Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. Da hat Cola ganz schön was auf den Tisch gehauen. Aber es war nicht Cola schuld, es fing schon vorher an.
Eigentlich Santa Claus ist ein Heiliger, der lebte in der heutigen Türkei damals, so 400 Jahre nach Christus. Und der war bekannt dafür, dass er gerne was schenkte. Halt den Leuten eine Freude schenkte oder Sachen schenkte. Und das hat man dann sozusagen genommen. Ach so, bei den Germanen. Odin hat auch einen weißen Bart. Santa Claus, der damals in der Türkei lebte, hat auch einen weißen Bart. So wie der Weihnachtsmann heute hat auch einen weißen Bart. Und so eigentlich sah der halt schon so ein bisschen anders aus. Nur den hat man dann irgendwie zusammengesetzt aus verschiedenen Kreisen und Religionen. Das habe ich schon gesagt. Und deshalb sieht er so aus, wie er jetzt aussieht. Also nicht ganz so, wie er jetzt aussieht. Vor 1-200 Jahren wurde sogar Weihnachten feiern verboten. In Amerika zum Beispiel. Und Coca-Cola. Kommen wir zurück zu Cola. Coca-Cola. Der modernisierte den Weihnachtsmann und seitdem ist er so, wie er ist. Der hat einfach die Farben von Coca-Cola, rot und weiß. Und den Bart hatte, wie gesagt, von Santa Claus und von Odin, den Heiligen. Oder Odin halt der Gott, der Godfather auf der damaligen Germans. Und deshalb ist das Fest auch so, Coca-Cola hat das natürlich gemacht, um Sachen zu verkaufen. Was sonst? Wer denkt schon heutzutage, wenn er was erfindet, an was Religiöses? Er denkt an Para. Aber das ist ein anderes Thema. Sollen die nur machen? Moslems würden sagen, das ist Haram. Oder Moslems würden generell sagen, Weihnachten ist Haram, weil das ist ein Fest der Lüge. Das ist nicht die Wahrheit, so wie alles halt wirklich so entstanden ist, wie es entstanden sein soll oder so wie es jetzt ist. Ich weiß, ihr kommt nicht hinterher oder ich laber nur Mist oder wiederhole mich dies, das hin und her. Aber damals, dieser Weihnachtsmann von damals, hatte auch eine Begleitung. Krampus. Krampus war sah dem Teufel ähnlich, dem Dämon ähnlich. Der hatte Dämonen und böse Geister dabei. Und Santa Claus beschenkte die guten Kinder und Krampus bestrafte die bösen Kinder. Krampus kennt man heutzutage auch ziemlich gut aus Mitteleuropa. Das ist Krampus. Hatte als Zeichen, als Wahrzeichen von Krampus, hatte er auf jeden Fall so einen Dreizack mit dem Zacken vom Teufel und der hatte Glocken. Und die Glocken, aus den Glocken entstand sozusagen auch das Lied Jingle Bells. Ist klar, oder? Ja, das ist wie gesagt eigentlich so kleinere Feste von anderen Kulturen, anderen kleineren Religionen, die dann irgendwie zusammengeschmiegen wurden und so entstand eigentlich Weihnachten so, wie es jetzt ist. Aber kommen wir mal zurück zur Neuzeit der Weihnachtstage. Ich als Türke in Deutschland denke mir so, okay, wenn ich eine deutsche Freundin habe, also wenn ich eine Freundin habe, die Weihnachten feiert, muss ja nicht unbedingt deutsch sein. Es gibt auch Russen, Polen, Schweden, Engländer, die feiern halt auch Weihnachten. Ich denke mir so, okay, ich lebe hier, bin hier geboren, anpassen kann ich. Und deshalb dachte ich mir so, hin und her schenken ist okay, alles schön und gut. Dieses Jahr feiere ich kein Weihnachten. Ich mal guck mal, wir haben heute den 16. Dezember und keiner kauft so richtig Geschenke. Weil die denken, alles klar, wir haben noch Zeit. Ach, Entschuldigung, wir haben heute den 16. Okay, also, ich freue mich schon auf den 17. Ich meine, das ist ja alles schön und gut und der 17. ist übrigens der letzte Samstag vor Weihnachten. Vor dem Fest, wo man sich alles beschenkt hin und her, wo man mit der Familie sitzen muss, auch wenn man es nicht will, wo man einfach nur säuft und sich vollfrisst. Und aus anderen Kulturen wurde das sogar, wie gesagt, es wurde halt damals schon verboten, weil das so ein Fest war von Besäufnis, von Party, von Eskalation, von Ekstasen. Deshalb wurde es verboten, das kam erst so nach und nach wieder in die Normalität rein. Und ich als Türke bin hier geboren, feiere ab und zu Weihnachten. Wie gesagt, wenn ich eine Freundin habe, die auch Weihnachten feiert, bei der das halt gesehen ist, bei der das halt zur Religion gehört. Und nicht so an Weihnachten, denke ich mir so, ich weiß noch, vor 13, 14 Jahren, ich hatte einen besten Freund, der wohnte 3 Stockwerke höher. Als er Weihnachten gefeiert hat und alle Geschäfte zu waren, ich als kleiner Türke, dachte mir so, was mache ich jetzt? Meine Friends of Germany sind alle zu Hause, feiern Weihnachten. Ich habe keine Freundin. Was mache ich? Ich saß zu Hause rum. Mama hat gesagt, hier, geh doch raus mit deinen Freunden spielen.
Ich so, Mama, ich hab keine Freunde. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Aber egal. Auf jeden Fall, ich dachte mir so als Türke, okay, was machst du an Weihnachten? Wenn ich meinen Eltern sage, Papa, feiern wir Weihnachten? Mein Papa sagt, ich geb dir gleich Weihnachten. Und Papa, kriege ich einen Laptop geschenkt? Bin ich Sozialamt oder was? Naja, auf jeden Fall, so Sachen gab es dann. Ich habe mir Sachen gewünscht, die ich nie bekommen habe. Ich habe dann halt dementsprechend andere Sachen bekommen. Ich liebe meine Eltern sehr. Und ich habe halt auch andere Sachen bekommen zu anderen Zeiten. Bei uns gab es halt nie einen Tag, wo man jemandem was schenken sollte, außer Geburtstag. Das hat man halt gefeiert. Ich frage mich eigentlich, warum mein Geburtstag gefeiert, weil man wird ja eigentlich von Jahr zu Jahr älter. Feiert man eigentlich so von Jahr zu Jahr den Weg in den Tod? Vor allem, also bei mir gab es kein Taschengeld. Ich habe Geld bekommen, wann ich wollte. In dem Alter mit 5 Mark. Ich habe in der Markzeit gelebt. Dann kam der Arsch Euro und hat alles kaputt gemacht. Da habe ich so gesagt, Papa, gib mal 5 Mark. Hat er mir gegeben. Papa, gib mal 10 Mark. Jetzt übertreibst du. Und dann kam der Euro. Papa, 5 Euro. Was, 5 Euro? Das sind 10 Mark. Okay, Papa, 2,50. Bei Türken, Weihnachten, wir haben zu Hause keinen Platz für einen Tannenbaum. Wenn, dann bräuchten wir einen Tannenbaum, weil man hat keinen Bock, jedes Jahr einen neuen, echten Tannenbaum zu kaufen. Und dann noch immer dieses Abschmücken, Dranschmücken, dies, das und näher und dann alles wieder ein Jahr aufbewahren. Und dann frisst man sich voll mit Spekulatius und Lebkuchen und Marzipan. Ich mag keinen Marzipan. Fakt. Heute Nummer 1. Von mir persönlich, ich mag keinen Marzipan. Ich hab's mal gegessen, weil man das so gut kneten konnte. Da habe ich mir so Figuren gemacht und habe die so gefressen. Aber so eigentlich Marzipan, ich mag eher weiße Schokolade, Crispy, Bounty, halt Kokos. Und ich mag Lakritz. Ich schwöre, ich mag Lakritz. Ich scher dicker. Ich komme wieder immer wieder vom Thema weg und so. Aber das ist jetzt so meine Sicht der Dinge. Ich denke mal, dieses Jahr feiere ich auch kein Weihnachten. Vielleicht wird es in der Firma eine Weihnachtsfeier geben. Ich weiß es nicht. Wenn es Weihnachtsgeld gibt, auch gut. Okay. Und ich denke mir so, wenn ich eine Woche vorher in die Stadt gehe, ich will nicht wissen, was am 17., also morgen, los ist in der Stadt. Guck mal, hier in der Stadt, das ist keine große Stadt, hier sind nicht so viele Menschen wie jetzt in der Großstadt oder Frankfurt. Morgen bin ich in Frankfurt, die Stars hin und her, Fan-Treffen. Ich habe Angst. Ehrlich gesagt, ich habe Angst, weil der letzte Samstag vor Weihnachten, ich komme dahin und wir laufen so durch die Gegend. Und dann sitzen wir, wenn wir zurück sind, auf dem Heimweg nach Hause im Zug und dann denken wir so, ich muss mich erstmal wieder entfalten, aber das geht nicht, alles so eingerennt. Ich weiß, ich bin ein bisschen bekloppt und das ist, warum? Warum geht ihr nicht einfach 4-5 Wochen vorher kaufen? Ich meine, ihr werdet ja bestimmt keine Lebensmittel schenken, sondern Spielsachen, Klamotten, Laptop, Handy, dies, das. Kauft das doch einfach 1-2 Monate vorher. Das wird ja nicht schlecht, wenn das erst am 24. oder 25. ausgepackt wird. Keine Ahnung, wann ihr das macht. Ich denke mir so, okay, es gibt Menschen, die sind an Weihnachten 3 Tage voll. Es gibt Menschen, die sind 3 Tage religiös, gläubig, machen das, was man denen sagt, so hin und her. Und dann gibt es mich. Ja, vielleicht ist irgendwo eine Party. Also eigentlich sollte man an Weihnachten auch keine Party machen. Ich meine, das ist die Geburt des Gottes Sohns, die ist das hin und her. Ihr sollt mit der... Also gut, das ist jetzt so eine Sache von der Neuzeit. Ihr sollt mit der Familie, euren Ängsten feiern. Eigentlich ist das auch von damals nicht so, aber okay, wir machen das jetzt mal so. Wir feiern mit den Eltern. Am 24. beschenken wir uns gegenseitig zu Hause. Der kriegt was, was er eh schon hatte, weil ich weiß, dass er es hat, weil er wohnt mit mir zusammen, wie ist das? Am 25. gibt es Geschenke von der Oma und dann wirst du voll gefüttert. Hast noch Platz? Nein, ich habe keinen Platz mehr. Egal, der passt noch, was soll. Sagt die Oma so. Okay, das wäre jetzt ein bisschen türkischer Dialekt, aber... Und am 26. genauso kommt die andere Oma. Ah, komm, da ist noch ein bisschen Platz. Komm, in der Zahnlücke passt noch ein Steak rein. So sieht das dann aus. Und dann wundert sich alle, gut, ihr könnt nichts dafür, wenn ihr euch voll frisst und zunimmt. Eure Omas... Ich glaube, ihr liebt schon eure Omas. Und nichts gegen Omas. Omas sind die Besten. Und wenn Oma was auf den Tisch legt, egal was es ist, ob es jetzt ein halbes Pferd ist oder ein Zeh von einem Pferd, es muss gegessen werden. Okay. Naja, auf jeden Fall. Ich labere jetzt wieder so viel, ja?
Aber das ist so meine Sicht der Dinge an Weihnachten. Also jetzt die Fakten, das sind Fakten. Das ist jetzt nicht so meine eigene Meinung, sondern das, was halt Fakt ist. Aber meine Meinung ist jetzt so, das war von damals als Teenie. Ich saß zu Hause, keine Freunde, keiner wollte mit mir reden. Hast du Zeit? Nein, ich muss Weihnachten feiern. Wollen wir heute Abend was machen? Nein, ich bin bei meiner Großmutter. Hey Baby, hast du Bock? Nee, das geht nicht, es ist Weihnachten. Okay, lass mich alle hängen. Aber gut, wie gesagt, wenn ich eine christliche Freundin habe, die feiert, dann feiere ich mit. Wenn ich eine habe und es ist gerade Opferfest, aber man soll es jetzt nicht von mir erwarten oder so, dass ich jetzt mit Weihnachten feiere und zu Hause allein einen Weihnachtsbaum aufstelle und den schmücke und denke, geil, lege ich mir jetzt gleich meine PlayStation 5 unter den Weihnachtsbaum, kann ich auspacken, alles klar. Aber nee, das erwartet niemand von jetzt den Mitbürgern, die nicht christlich sind. Aber bei uns ist das halt genau so andersrum aus. Ich sag mal jetzt so, bei den Moslems gibt es halt zwei Feste. Ramadan bzw. Zuckerfest oder halt Opferfest. Und ich erwarte jetzt auch nicht von Hans, der über mir wohnt, oder von Peter, der unter mir wohnt, dass sie sich jetzt einen Kamel schnappen oder einen Rind schnappen und dass sie es halt mitten auf der Straße schlafen. Das erwartet man nicht. Aber das ist auch okay so. Ich würde auch schon ein bisschen schockiert gucken, wenn auf einmal der Peter draußen steht. Ah, komm, Schäfchen, komm, mach mal. Ah, nee. Deshalb, ich denke mal, viele würden auch komisch gucken, wenn ich auf einmal so zum Rewe gehe oder sonst was oder einen Tannenbaum kaufen will. Ey, hast du mal einen Tannenbaum? Für was brauchst du einen Tannenbaum? Ey, ich feiere Weihnachten dieses Jahr. Sure. Nee, okay. Wir haben für dich einen Plastiktannenbaum. Ja, das ist gut. Kann ich nächstes Jahr wieder nehmen. Die würden auch schon komisch gucken, wenn ich auf einmal... Okay, es gibt zwar Türken oder Moslems generell, die halt so mitmachen und auch Spaß dran haben. Und es wird auch gerne gesehen. Da freut man sich, oh, die Türken feiern mit und komm, hier kriegst du noch ein Korn. Hast du was anderes? Nee. Willst du Raki? Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, das ist so, ich weiß auch nicht, was ich dieses Jahr an Weihnachten mache. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr zu dem Video denkt. Schreibt in die Kommentare, wie ihr Weihnachten feiert. Schreibt in die Kommentare, was ihr über meine Meinung denkt, beziehungsweise über meine Aussagen. Wie feiert ihr Weihnachten? Falls du guckst, ey, Türke, guckst du zu? Wenn du zuguckst, dann lass Kommentare, ich share. Und wenn du schon neu bist, dann machst du Abo. Okay, gut, ich beende das Video. Also, falls euch das kurze Video gefallen hat, dann lasst einfach einen Daumen hoch da. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, dann lasst doch ein Abo da. Wer morgen in Frankfurt ist, Fantreffen mit CCLicious, dann schaut vorbei. Wiesbaden ist auch noch und danach wird am Abend in Frankfurt gefeiert. Und wer irgendwie Infos hat, wo in Frankfurt was geht, so partymäßig, Hip-Hop, Black oder Schlager. Ab 2,0 kann ich sogar Schlager hören. Da tanze ich sogar auf den Tischen. Das kannst du glauben, du. Und da singe ich erstmal atemlos. Na okay, auf jeden Fall, ja, also bis zum nächsten Mal. Peace.